herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute mal aus dem wunderschönen Bett, Hotelbett bitte, denn heute geht es um Schlaftipps und so ein paar Ideen, wie du ruhiger und leichter einschlafen kannst und das kann man ganz, ganz leicht machen. Ich melde mich heute aus einem Hotelzimmer, deshalb ist das alles ein bisschen improvisiert, aber ich wollte natürlich schon dir heute Abend noch dieses Video schicken. Ja, Einschlaftipps, um was geht's denn? Viele sind nervös, aufgeregt, haben Probleme einzuschlafen, schlafen schlecht. Und wenn man das aus der energetischen Sicht einmal betrachtet, da gibt es jetzt natürlich keine, bitte, allgemeine Antwort, dass man sagen kann, ja, und das ist der eine Grund, das ist diese Wasserader oder sonst etwas. Das muss man sich dann schon individuell anschauen. Aber man kann schon ein bisschen etwas tun, was bei jedem hilft energetisch. Und am einfachsten ist es natürlich mal, wir fangen bei Gedanken an, weil denken tun wir sowieso schon und da wäre es gut, vielleicht mit Affirmationen zu arbeiten, wenn du Affirmationen magst. Ich selbst bin jetzt nicht immer so der Fan, sich immer wieder Sätze vorzusagen, aber ich möchte heute mal ein paar Tipps für die Qualität geben, die dir hilft, einzuschlafen, wenn du da Themen hast. Also das erste ist ja natürlich mal Sorgen, Ängste, Belastungen des Tages loszulassen. Und wie lässt man los? Oder besser gesagt, warum lässt du nicht los? Das ist, weil du etwas für wichtig erachtest und es festhält. Und dann drehst du das in deinem Verstand immer wieder rum und stellst es auf den Kopf und denkst wieder um dasselbe Thema rum. Und wie schafft man da loszulassen? Wenn ich jetzt einfach sage, ich lasse das los, ist das zwar ein netter Gedanke, nur wenn ein anderes Zentrum in dir, zum Beispiel das Unterbewusstsein, priorisiert, dass man sagt, na Moment, das ist jetzt wichtig, das können wir nicht einfach so loslassen, dann kannst du das vergessen, dann kommst du mit deinem Gedanken nicht hin. Deshalb empfehle ich, dass das Loslassen leichter fällt vom Einschlafen, zuerst einmal in eine Dankbarkeit zu gehen. Das heißt, zum Beispiel danke für etwas, was du heute geschafft hast oder etwas, das gut gelaufen ist. Vielleicht hast du ein erfolgreiches Training absolviert, vielleicht ist in der Arbeit irgendetwas gelungen, vielleicht konntest du Spaß mit deinen Kindern haben, vielleicht hast du einen schönen Sonnenaufgang erlebt oder es ist irgendein Gericht genossen. Also irgendetwas such dir, für das du dankbar sein kannst oder dankbar, dass ich jetzt in Frieden einschlafen kann, wäre auch eine Möglichkeit. Und dafür mal in die Dankbarkeit gehen. Und Dankbarkeit ist immer ein Gefühl, das öffnet. Ich danke dir, macht auf. Und diese Öffnung brauchst du dann, dass du leichter loslassen kannst. Das heißt, ich empfehle dir zuerst, einen dankbaren Gedanken zu machen. Also, danke, dass der Tag jetzt geschafft ist. Danke, dass ich jetzt endlich schlafen kann. Man kann es auch so formulieren, aber einfach mal so in diese Dankbarkeit reinkommen. Ah, schön wieder im Bett zu sein, zum Beispiel. Ja, und dann, also ich bin dankbar für das, also danke, dass ich diesen schönen Tag erleben durfte, danke, dass ich jetzt ruhig schlafen kann, danke, dass ich mich wohlfühlen kann, danke, dass ich jetzt alle Unruhe loslassen kann. Also das wären so Gedanken, so Sätze, die dir bei der Dankbarkeit helfen. Naja, und dann kommt das Loslassen. Wenn du spürst, dass du runterkommst, dass du ein bisschen weicher wirst, das merkt man ja. Also Öffnung ist immer so ein bisschen weicher und Verschlossenheit ist immer so ein bisschen härter, so energetisch. Das kannst du nachvollziehen mit Ja oder Nein. Einfach die Energie der Worte Ja, Nein. Da wirst du merken, dass das Nein sich härter anfühlt. Nicht, weil es gemein ist, sondern weil es von der Energie her einfach etwas zumacht. Und ja, öffnet. Also, wie geht dann das Loslassen? Wenn du also weicher bist, kannst du sagen, ja, ich lasse jetzt den Stress in Bezug auf, keine Ahnung, meine Arbeit, eine Beziehung,
ich lasse das jetzt los. Ich lasse das jetzt für morgen ruhen. Und ich schaue es mir morgen noch einmal an. Und wenn ich in diese Energie gehe, des Loslassens, dann sage ich mir, okay, ich lasse los. Und das ist so, wie wenn ich was in die Wäscherei gebe, energetisch. Das heißt, ich stelle mir vor, das schmutzige Gewand quasi das Problem wird, während ich es nicht trage, während ich es nicht halte, wird das einfach gereinigt und kommt dann in einer anderen Form zurück. Das heißt, ich kann dann anders damit umgehen. Also das ist so ein bisschen so ein Tipp von mir, wo ich sage, okay, ja, das kommt dann leichter zurück. Ich kann es jetzt mal liegen lassen, das wird gereinigt, da tut sich das von selbst. Also das ist auch so ein Tipp von mir. Ja, und wenn du also dann dankbar bist, losgelassen hast, dann, wenn du immer noch Unruhe spürst, das ist dann so mein dritter Tipp, oder immer noch ein bisschen fahrig bist oder womöglich etwas zu schwer gegessen hast, das ist ein altes Leiden von mir, da gibt es eine energetische Lösung dafür, wenn der Magen drückt oder wenn man sagt, oh, jetzt ist mir übel, dann stelle ich mir wirklich vor, dass diese Übelkeit oder Schwere oder dann, wenn es energetisch eine Unruhe ist, da so vom Solarplexus aus, also vom Magen her, dass da wirklich wie ein Staubsauger ansetzt. Da kannst du dir wirklich einen Staubsauger vorstellen und der geht einfach so ins göttliche in Sicht rein und der soll dir einfach alles absaugen, was dich jetzt belastet, wo du zu viel gegessen hast, wo du zu unruhig bist. Ich möchte jetzt, dass meine Unruhe abgesaugt wird. Also das ist noch einmal eine verstärkte Stufe dieses Loslassens und du wirst dann auch merken, wenn du das so visualisierst, ja, so einfach diesen Staubsauger, dann wirst du merken, dass das leichter wird. Und ja, und dann bedanke ich mich nochmal dafür, dass das leichter ist. Wenn das leichter geworden ist, dann löse ich das Bild des Staubsaugers auf und ja, und dann kann man normalerweise ganz gut einschlafen oder bei mir ist es zumindest so. Also das sind so meine Tipps, wie du dir leichter tust mit dem Einschlafen. Ich habe da schon immer wieder Videos gemacht. Es gibt da viele, viele Methoden, aber das mal so in Kürze. Und es geht eigentlich nur darum, dass man sagt, ich lasse mich jetzt in diesen Schlaf sinken und was verhindert das, dieses Absinken in den Schlaf und dieses Verweilen im Schlaf. Und ich habe das schon in einem anderen Video mal gesagt. Wenn du mal munter wirst in der Nacht und eine Stunde munter bist, dann mach dir da keinen Stress, dann lies was oder mach von mir den Haushalt ein bisschen und geh dann wieder schlafen. Das ist völlig okay, wenn du mal eine Stunde munter bist in der Nacht. Das mache ich teilweise so, wenn ich so kreative, so Schreibphasen habe. Da bin ich dann auch um 3 in der Früh munter, dann schreibe ich 2 Stunden, dann lege ich mich wieder hin und stehe dann so um 7 wieder auf. Ja. Also für mich spielt das da jetzt so keine großartige Rolle. Also vertraue da ein bisschen auf deinen Rhythmus. Gut, das war's aus dem Bett, aus dem Wiener Hotelzimmerbett improvisiert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst oder das Video auch mit ihm teilst, der vielleicht Schlafprobleme hat. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bei einem Workshop. Am Sonntag habe ich in Linz einen Workshop Schamanische Ahnenarbeit. Und das ist ziemlich cooler, intensiver Workshop. Da habe ich noch Plätze frei, was ich weiß. Also das ist diesen Sonntag in Linz. Einfach über die Homepage zum Beispiel anmelden. Gut, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Und ja. Schlaf gut. Tschüss, dein Oliver Ereni.